Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die Flotten im All. Wir spielen wie immer Arborion, weil sonst wären es nicht die Flotten im All. Also wir würden vielleicht Eve spielen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich mich. Ha, der Esel nennt sich zuerst und den guten Zwiebel. Hi. Ja. Hi. Grüß dich und grüß euch. Hallo. Für die, die so den Anschluss etwas verloren haben, in der letzten Folge habe ich mich sozusagen auf Erkundungsmission begeben, während der Zwiebel die Basisarbeit geleistet hat und fleißig Eisen und Titan abgebaut hat. Und da aber mit einem neuen Laser an irgendeine Grenze gestoßen ist und damit das Wort zu dir. Ja, komischerweise, genau. Ja, vielen Dank. Also ich habe mir einen neuen Laser gekauft, letzte Folge. Einen Titan-Doppellaser. Bergbaulaser. Und habe halt gedacht, damit kann man hier so richtig durch die Gesteine hier durchfräsen, aber irgendwie ist dem nicht so. Ist dem nicht so. Also, der macht Schaden 1,4. Was machen die anderen? Das andere Zeug? Die machen Schaden. What? Die machen 2,6 Schaden? Hm. Was soll denn die Scheiße? Das ist mehr. Ja, schon, aber ich verstehe. Hast du einfach mal einen Fehlkauf gemacht? Sind die anderen vielleicht Doppellaser und das ist ein einfacher oder irgend sowas? Nee, eben genau andersrum. Huch, ich drücke jetzt hier gerade wahllos auf irgendwelche Knöpfe. Jetzt bin ich wieder in der Sackgasse. Das Ding, das Spiel veräppelt mich. Nein, das ist ein Eisenbergbau-Geschützturm. Ja, Tech-Stufe 6 und macht Schaden 2,6. Das ist aber Eisen und Eisen ist ja unter Titan von der Stufe her. So, 6, 2,6. Jetzt müssen wir mal hier mal gucken. Rot. So. Rot ist nicht gut. 6, 1,4. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hat er mich richtig schön über den Nuckel gezogen, der Penner. Boah, riesengroße rote Schiffe, ich muss hier weg. Oh Gott, ich hab Angst. Nie wieder Haustiergeschäfte. Haustür, nicht Haustier. Ich muss dringend weg, aber wo ist das Tor? So, ich springe hier auch von Unendlichkeit in Unendlichkeit. Ich springe jetzt mal in das schwarze Loch. Geht das? Meinst du, das geht? No risk, no fun, sag ich. Oh Gott. Weil ich hab Angst, die kommen, glaube ich, auf mich zu. Die wollen mich. Sie wollen dich. Ich spring jetzt hier in das schwarze Loch und gucken, was passiert. Eigentlich ist es ein grünes Loch in dem Fall. Vielleicht sieht gruselig aus. Das sieht wirklich gruselig aus. Okay. Ich flieg volle Kanne rein. Oh! Es ist tatsächlich einfach ein Sprungpunkt sozusagen. Aha. Und man könnte sogar zurückspringen, wenn man wollte. Mhm. Bin ich hier. Irgendwo im Nirgendwo. Ah. Ich muss auch zurückspringen, weil hier gibt's nichts. Mist. So, also aufs Nordtor. Ich sehe dich aber gar nicht auf der Karte, wa? Ach doch, da oben bist du, ganz weit im Norden. Ja, okay, ja. Doch. Ich bin du ja gerade so durch so ein Wurmloch. Ja, du bist so weit, ich muss jetzt erstmal sogar die Karte verschieben. So, wo ist das hier? Wo geht das hin? Nordtor, das brauche ich. Ach so. Die nehmen gerade hier alles ein. Guck mal auf die Karte, das ist hier so ein roter Fleck, wo ich bin. Bei mir ist er nicht rot. Also blau ist alles blau und ein paar Sektoren rot. Okay. Ich muss schnell wegspringen, ich hab Angst. Da bin ich Schisser. Da hab ich Angst. Du hast ja gerade in der Anmoderation Eve erwähnt. Hast du Eve mal jetzt gespielt in der Free-to-Play-Phase? Oder Nee. Südost. Nee, hab ich nicht. Wieso? Du? Nee, nur so. Ja, ich hab da schon ein paar Jahre mal gespielt. Ja, nee, ich meine jetzt in der Free-to-Play-Phase auch. Ach so, hab da mal meinen Account wieder. Ab da. Ist ganz nett. Okay. Ja, aber wir spielen ja Arborion. Nicht Eve. Ja, genau. Nee. Wir sind ja hier bei einem Projekt aus genau dem anderen Ende dieser Erde, aus Deutschland und nicht aus Island. Hat die Erde für dich einen Anfang und ein Ende?
Was, die Erde? Ja, weil du sagst, von dem anderen Ende der Erde wird es Deutschland und das Island. Naja, also ich meine, hier aus Deutschland gesehen ist Island am anderen Ende der Welt. Sagt man doch so. Echt? Ich dachte immer, das sagt man zu Australien. Auf der anderen Seite der Welt. Aber gut. Auf der anderen Seite. Man hat schon alles gehört, ne? Letztendlich schon. Südwest. Südost. Wo ist denn jetzt das Südwest? Jetzt springe ich durch diesen ganz, ganz langen. Ah, nee, ich springe durch das schwarze Loch. Schwarze Löcher ziehen mich an. Das ist interessant. Haben die so an sich, ne? Ja. Ein Wurmloch. Genau. Gleich gerade wieder Bock, Interstellar zu gucken. So, das ist dann Nordwesttor brauche ich. Wo ist? Tja, da landet man auch in der Sackgasse. Alter, ey. Alter, weißt du, ich bin auf der ganz anderen Seite der Galaxie gelandet. Wenn du ganz rausscrollst, kannst du mich sehen. Aber auch nur dann. What the fuck, wo bist du denn? Ja, Wurmloch. Schnell rein, sonst komme ich vielleicht nie wieder zurück. Und? Was gibt's da, Schicket? Gar nichts. Einen schönen, grauen Planeten. Aber okay. Ansonsten nischt. Nischt. N wie nischt. Okay, das heißt. N wie nischt, genau. N wie nischt. So, warte mal, ich muss hier Nordwest. Wo ist denn hier Nordwest? Verdammte Axt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum gibt's denn jetzt hier nichts mehr? Das war knapp. Die nannten ihn den Navigator. From Hell. From Hell, ja. The Navigator from Hell. Yes, yes. So, ich nehme hier noch ein bisschen Eisen mit. Mach das. Mit vollem Bauch fliegt es sich besser. Oh, Energie alle. Schub, schub, schub alle. Schub, schub. Steht hier? Das Schiff verbraucht mehr als Energie. Ein System verbraucht. Also ich würde jetzt. Ich würde ja wirklich sehr gerne mal Titanen hier vor die Flinte kriegen, um zu gucken, ob diese Geschütztürme da mehr Schaden machen. Aber ich glaube, ich wage es jetzt zu bezweifeln. Aber die sind effizienter. Die haben eine etwas höhere Effizienz als die anderen, die schneller sind. Jetzt die Frage, was ist besser? Schneller, aber dafür weniger rauskriegen? Oder langsamer, dafür mit der höheren Ausbeute? Was sagen Sie dazu als Minenarbeiter? Genau. Gut, dann fliegen wir jetzt mal nach Südwesten. Osttor ist die falsche Richtung. Südwesten. Gucken, wo wir da landen. Komm einfach nicht an diesem schwarzen Loch vorbei, weißt du? Ja. Oh, hier sind ja richtig dicke Dinger hier. Da schwebt irgendwas im All, ein Wrack. Das kann nicht wahr sein. Wrack. Was denn? Ein Weltraumspiel und da schwebt was im All. Ja, er ist total verrückt. Mir fehlen die Worte. Solar Light Goldenrod habe ich gerade aufgenommen. WTF ist dies? Ich weiß, was ein Goldenrod ist. Knick, knack. Knicki die Knack. Oh. Jetzt bin ich hier gerade in irgendwas reingeflogen. Ist hier was kaputt? Oh. Alles? Puh. Mein Spiel ist, glaube ich, abgestürzt. Oh. Das ist schlecht. Ja. Das ist very schlecht. Was ist das denn hier? Ein Habitat. Okay. Eine Edelmetallmine. Was es alles gibt. Du bist tatsächlich aus dem Spiel rausgeflogen. Ja. Ich, Kommst du halt wieder rein. Ich hoffe, ich kann die Aufnahme noch hernehmen. Die habe ich nämlich jetzt gar nicht mehr probiert. Ich bin hier mit unserem komischen Wrackteil kollidiert. Ja. So.
Aufnahme geht wieder weiter. Ich bin mit so einem Wrackteil kollidiert, nachdem ich hier auf im Baumodus wollte. Ich gucken wollte, ob hier irgendwas defekt ist. Okay. Das war wahrscheinlich zu viel auf einmal. Kollision plus Baumodus ist ja theoretisch unmöglich. Da hast du ja, das Spiel zum Absturz gebracht. Das kann schon sein. Oh, hier ist ein rotes Sprungtor. Also mit einem roten Rand, weißt du? Die sind ja, haben ja alle einen blauen Rand. Ja. So nach dem Motto nett und so. Und das hier hat einen roten Rand. Das ist also nicht nett. Das führt bestimmt in die Verdammnis. Ich habe jetzt aber ich habe allerdings jetzt das Problem, dass aufgrund dieses kleinen Crashes ich jetzt die Uhrzeit nicht mehr aktuell habe, wie lange wir schon aufnehmen. Aber ich, seit 10 Minuten. Hervorragend, Herr Kollege. Ja, mit manchen Leuten kann man halt arbeiten, weißt du? Ja, du sagst es. Apropos, liebe Grüße an Brilli. Falls er das gucken sollte. Genau. Apropos, falls er das gucken sollte. Ich habe gehört, dass dieses schöne Avorion hier, was wirklich auch sehr, sehr schönes Spiel ist, also so entspannend, dass das bei dir auf dem Kanal ganz gut läuft. Ja, komischer, also was heißt komischerweise, aber das ist, ich weiß gar nicht warum, da gefällt vielleicht anscheinend einigen Leuten. Ja, vielleicht finden freut mich ja sehr. Na toll, jetzt bin ich mitten im Schwarzen. Oh nein. Ey, verdammt. Ich finde es sehr mal, schön, dass guck mal, so wo ich Spiel bin. Warte mal, ein Spiel, was jetzt nicht gerade so die Über-Action bietet. Oh, mittendrin, schön. Mhm. Und es gibt kein Spiel, was so die Über-Action bietet, dann Leute doch so anspricht, finde ich sehr schön. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann nicht mehr springen. Warum? Weil es hier nichts gibt und wenn ich NM drücke, wie Martha, für die Karte, dann hat man ja immer diesen Bereich, wo man hinspringen kann. Ja. Und der ist genau da, wo ich bin. Ich bin quasi verloren. Lost in Space. Ja. Und nu? Weiß ich auch nicht. Oh. Hoppla. Selbstzerstörung oder so. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Na toll. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt sind wir die Autofahrer, die einfach dem Navi folgen, weißt du? Ja. So ungefähr. Ich bin durch ein ganz normales Sprungtor gesprungen und bin dann hier gelandet. Vielleicht war deswegen die Umrandung des Tores rot. Nee, ich bin ja noch nicht mal durch das Rote gesprungen. Ach so. So nach dem Motto, Junge, mach halt nicht. Ich kann höchstens gucken, ob hinter dem Planeten, der hier ist, sich noch mal was irgendwas befindet. Mhm. Eine kleine Gruppe Alienschiffe ist aufgetaucht. Wie geht denn das? Schön groß, ne? Wie kommen die hier jetzt hier hin? Ist das Titan? Nein. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Sind die rot oder welche Farbe haben die Alienschiffe? Lila. Wenn ich drauf gucke, sind die kleines unbekanntes Schiff von den Xotan. Oh. Die Xotan sind doch die erst schießen und dann fragen. Ja, fliegen aber weg von mir. Okay. Ich flieg weg. Na, vielleicht könntest du mal diplomatische Beziehungen mit denen anstreben. Oder hast du jetzt nicht so einen Bock drauf? Wie soll ich das tun? Weiß ich nicht. Erst reden und dann schießen vielleicht. Tja. Wie gesagt, mit unseren Superwaffen. Die Entfernung wird immer größer, aber ich kann natürlich mal hinfliegen. Ich meine, wenn sie mich zerstören, ist mir auch wurscht. Ja. Schlimmer kann es eh nicht kommen. Nee, schlimmer als gefangen zu, also verloren zu sein im Nirgendwo. Ja. There you have right. So, drei von denen. So, ich war ja eigentlich auf dem Weg zum Sprungtor. Ey, hier gibt's echt viel Eisen. Ich meine, das ist ja gar nicht mal so unschön, muss ich ja mal sagen. Aber leider halt kein Titan, was irgendwie geiler wäre. Kilometer, dann bin ich bei ihm. Versuchst du es wirklich, ja? Ja, klar. Okay. 30 Kilometer. An mein Probe. Ich drück dir mal die Daumen. Es war schön, dich gekannt zu haben. Danke. Noch schießt keiner. 10 Kilometer und die schießen nicht.
Okay. Reichweite ihrer Waffen 3000 Meter. So. Gucken wir doch mal. Ah, bremsen, bremsen, bremsen. Ich will natürlich nicht dagegen fliegen. Die fliegen hier durch die Gegend. Kann man jetzt irgendwie mit denen interagieren? Nee. Ich glaub nicht. Nö, die fliegen halt hier so lang. Die fliegen hier so vor sich hin. Die wissen wahrscheinlich auch nicht, wo sie hin sollen. Wahrscheinlich. Die haben sie auch so. Die prügeln gerade an Bord ihren Navigator tot, weil der sie da hingelotst hat. Ja, und ich sonst so? Ich will die ja auch nicht rammen. Ansonsten schieße ich auf die, sodass die mich angreifen. Und dann? Töten sie mich und dann lande ich hoffentlich irgendwo, wo ich nicht im All gefangen bin. Dann bist du wieder da ganz am anderen Ende. Ja, möglich. Knallt denn hier so hinter mir? Ich kann nichts mit denen machen, keine Interaktion. Okay. Na dann, stirb, Junge, stirb. Oh, weia, lässt du dich echt drauf ein, ja? Oh, der war aber wirklich schnell kaputt, Mist. Also hier ist wirklich schön Eisen. Falls wir mal Eisenmangel hätten, jetzt nicht mehr. Mir zu entkommen. Feigling. Elendiger. Wie er versucht abzuhauen. Pussy, bleib stehen. Genau, also die Folge müsst ihr wahrscheinlich bei Mene gucken. Da ist echt harte Action bei mir. So hart ist es nicht. Also die Xotan sind bestimmt jetzt nicht mehr so nett zu mir. Hast du unten eine Meldung bekommen? Hat Nö. Sich verschlechtert? Nee. Die Beziehung zu denen hat sich verbessert, verschlechtert? Muss ich gleich mal gucken. Ich bin gerade noch mitten im Kampf. Ich kann doch nicht irgendwo unten verstehe. Hingucken. Ich muss doch hier. Konzentration. Button Smashing. So, jetzt bewegt das sich schon mal nicht mehr. Und die rote Leiste ist so gut wie... Bäm, explodiert. Was hat er denn hier verloren? Was ist denn das? Das leuchtet golden. Mhm. Eternal Orange, eine Farbe. Mensch. Das ist ja mal schick, oder? So ein bisschen schicke Farbe und so am Rumpf. Mein lieber Schwan. Hat nicht jeder. Ja. Aha. Einen Notruf erhalten. Ich kann nicht, ich muss meinern. Die Piraten werden euch ja nicht ohne Grund angegriffen haben, wa? Da gehören immer zwei dazu. Wenn ihr hier Opfer spielt. Genau. Tja, ich kann nirgendwo... Prachtlisten offen rumliegen lassen. Ich kann nirgendwo hinspringen. So, was sagt der Chat? Hier steht nichts von wegen, dass es sich verschlechtert hat. Aber... Die anderen sind rot jetzt. Oh, mein Schiff ist auch ziemlich kaputt. Sehe ich gerade. Gibt es irgendeine Selbstzerstörung eigentlich? Weiß nicht, Kill im Chat oder so? Und Unknown Command Kill. Okay. Self-Destruct. Auch Unknown Command. Help. Mach nochmal. Help, genau. Help, invite, join, leader, leave, player, seed. Self-Info, Suicide. Ah. Jetzt verliere ich natürlich meine ganzen Waffen und so, ne? Ja, toll. Aber ist, ja, was soll ich machen? Ich kann ja jetzt nicht die nächsten 3 Jahre in diesem einen Sektor hausen. Ja doch, hier, wie hieß die damals? Next Generation hat es auch so gemacht. Captain Janeway. Ich bin bei dir gelandet. Echt? Ja. Ich sehe, du fliegst gerade vom Kampf weg, du Schisser. Da kämpfen Grüne gegen Lilane, Rote gegen Lilane, Blaue gegen Lilane, alle gegeneinander. Und du fliegst weg. Ja, ich bin auf der Suche nach Titan. Titan? Titan, ich suche Titan fürs Team. Hast du vielleicht Titan hast du denn jetzt?
Also schade, der ist schon vergeben. Ich habe jetzt aktuell 3178. Es ist also nicht ein Fetzen dazugekommen. Komisch, ich habe 5000 und ich habe nicht gesucht. Du machst was verkehrt. Ja, du bist ja auch hier, du bist noch zu weit hier drüben. Aber ja, wir müssen, also im Norden kommen wir nicht um diesen schwarzen Riss drum herum. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch wieder nach Süden und dann unten versuchen, drum herum zu kommen. Wie im Norden? Du warst ja so. Nordtor, Südtor. Also ich wollte eigentlich ja hier ins nordwestliche, ins nordwestliche Tor. Jetzt nee, ist falsch. Es bringt nichts. Bringt okay. Nichts. Also weil. Das ist blöd. Du siehst doch eigentlich die Sprungstriche, die ich gesprungen bin, oder? Warum bremst du meine Karre so schlecht? Sag mal, es fehlt mir hier irgendwas. Siehst du die? Nee, die siehst du nicht. Warte mal, ich muss mal kurz hier meinen Hobel reparieren. Mach das. So, ja, deswegen hat er so schlecht gebremst. Was für Striche? Also wenn du durch ein Tor springst, siehst du doch die Verbindungen. Ja. Der Karte. Siehst du die ich gemacht habe? Nein. Oh, das ist ja blöd. Ja. Leider nein. Blöd. Oder sind wir jetzt gar nicht mehr im Team, weil ich ja jetzt nicht gejoint bin? Doch. Oben links steht ja? Bei mir Zwiebelpeter. Ja. Echt? Okay. Bei mir steht oben... Ach doch, Mene. Jetzt sehe ich's. Sind's die Augen. So. Das ist das Südtor. So, ich brauche erstmal eine neue Crew und so und ein neues Schiff. Ich hab Mene und seine tollkühne Crew. Oh, das ist Knödel. Gehört dir schon jemand? Ja, immer noch. Schade. Also hier ist echt die Eisengalaxie. Hier schweben riesige Popel Eisen rum. Ja. Und alle recht ergiebig irgendwie. Ja, bitte? Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal. Machen wir das? Ja. Ich würde mich gern verabschieden. Ja. Aus Zeitgründen. Aus Gründen. Ja, aus Gründen der Zeit. Und nicht aus Gründen von Zeit her. Nicht meiner Zeit, sondern von der Zeit vom Video her. Ja, vom Video. Genau. Das Video ist nämlich schon ganz schön lang geworden jetzt. Der Witcher-Rekorder. Deswegen sage ich mal, bevor ich hier durchspringe, liebe Leute, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Zwiebel, vielen Dank für die nette Gesellschaft. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ebenso, vielen Dank auch an euch da draußen. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich hier meine Laser ein bisschen schweigen lassen und auch ein bisschen mehr an Menes Seite wieder mitfliegen, dass wir hier was zu sehen kriegen und nicht immer nur in irgendwelche Eisenpopel starren, die dann hier abgebaut werden. Genau, liebe Grüße an der Stelle an alle und halt die Klappe, tschüss. Ciao, genau.